Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Es ist bald Halloween und ich habe meiner Frau mal eine kleine Überraschung gekauft und zwar bei Amazon und möchte die mal mit euch zusammen auspacken. Das Paket ist gerade eben gekommen, ich habe es schon mal aufgeschnitten und wir schauen rein, was sich da drin befindet. Einfach mal hier diese ganze Verpackung weg. Als allererstes habe ich hier meine Rechnung. Ich habe das System gekauft, das ist mir also nicht zur Verfügung gestellt worden. Hier, das Teil kostet insgesamt 35 Euro inklusive Versand, also 34,99 Euro. Und es handelt sich hierbei darum, und zwar einen kleinen Kürbis. Meine Frau ist ein bisschen ein Deko-Freak, das heißt, es ist Ostern, es ist Weihnachten, es ist Halloween, wird bei uns sehr gerne dekoriert und da ich die Schnauze von den normalen Kürbissen voll habe, habe ich mir mal dieses Teil hier besorgt. Das ist so ein Plastik-Hartschaum-Kürbis, eher Kunststoff, Plastik würde ich es einschätzen. Und den will ich jetzt draußen hinstellen, damit ich nicht die Standardkürbisse verwenden muss, denn da habe ich ein kleines Problem. Meine Frau stellt solche Dekoartikel sehr gerne sehr lange hin, das heißt auch mal vielleicht ein paar Tage länger. Habe ich jetzt einen echten Kürbis genommen, zerfällt er immer in sich, wird schimmelig und sehr unschön und da habe ich jetzt einfach mal dieses System mir zugelegt. Um euch noch zu zeigen, was alles noch so in dem Karton drin ist, räume ich einfach mal aus. Zu dem Kürbis gehört noch hier so ein kleines, so ein kleiner Aufhänger, auch mit einem Kürbisgesicht. Ein Mini-Kürbis-Schlüsselanhänger. Eine Karte, Halloween-Karte. Haribo-Süßigkeiten. Einen Elch-Schlüsselanhänger. Und zwei Teelichter. Diese Teelichter sollen verwendet werden, um den Kürbis von innen zu beleuchten. Hier bin ich ein bisschen skeptisch, ob das ausreicht, denn in den normalen Kürbissen habe ich richtig starke, ordentliche, echte Teelichter drin. Und hier diese kleinen LED-Teelichter sind meiner Meinung nach nicht so hell wie diese Teelichter. Als weiteren stört mich jetzt gleich an dem Kürbis als allererstes, ich habe hier keine reguläre Öffnung an dem System. Das heißt, wenn ich hier was reingebe, muss ich das wohl hier durch den Mund oder durch die Augen machen. Das dürfte aber sehr schwer werden, denn diese Kerzen gehen wirklich sehr schwer hier rein. Und wenn die erstmal da drin sind, wie bekomme ich die dann wieder raus? Schwierig. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich nehme an, weil diese kleinen Kerzen hier in diesem Beutel sind, dass sie da auch drin bleiben müssen, denn diese LED-Kerzen oder LED-Lichter sind nicht wasserdicht. Stelle ich aber den Kürbis über die ganze Nacht raus, kann es sein, dass es mal taut oder Nebel gibt oder vielleicht Schlagregen und dann habe ich Angst, dass dieser Kürbis natürlich nass wird und damit dann auch diese Teelichter defekt sind. Ich aktiviere die jetzt einfach mal hier. So, das wäre die Lichtleistung dieser beiden LED-Kerzen. Das ist jetzt für mich nicht ausreichend. Ich werde hier wahrscheinlich irgendwelche anderen LED-Systeme einbringen. Ich habe noch viele LED-Stripes hier rumlegen und werde einfach den Kürbis von innen mit wasserdichten LED-Stripes dekorieren. Somit habe ich dann ein besseres Ergebnis. Das ist aber vorgesehen für das Einlegen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich stecke hier diese Kerzen wieder in diese durchsichtige Folie rein. Zippe sie wieder zu, sodass sie wasserdicht ist. Hab dann natürlich gleich den Zipper in der Hand. Das ist nicht so schön gewesen jetzt. Und jetzt versuchen wir mal, diese Geschichte hier irgendwie einzuführen. Also heißt das, wir müssen sie durch den Mund hier irgendwie einquetschen. So, diese jetzt hier drin aufzustellen, dürfte unmöglich sein. Zumindest mit meinen großen Händen werde ich hier definitiv nicht reingreifen, denn die bekomme ich dann garantiert nicht wieder heraus. So, wir machen mal hier oben dieses Schild ab. Und jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Ich mache jetzt hier einfach mal das ganze Licht aus und wir schauen mal, wie dieser Kürbis bei Dunkelheit mit der Originalbeleuchtung wirkt. Und wie ich schon vermutet habe, das ist eindeutig zu dunkel für meinen Geschmack. Also ich hätte mir das ein bisschen heller gewünscht. Ich nehme an, wenn jetzt hier die Umgebungsdunkelheit noch mehr runtergefahren würde, wir können es einfach mal testen. Ich zeige euch einfach mal den Kürbis bei Nacht draußen, das sieht das dann so quasi unter realistischen Bedingungen aus. So, dann noch ein kleiner Punkt zu dem Kürbis, der mich ein bisschen stört. Das ganze System ist federleicht. Was also bedeutet, wenn ihr diesen Kürbis irgendwo draußen hinstellt, macht euch lieber Gedanken, wie ihr das System festbekommt. Wir haben hier hinten noch ein Loch drin, eventuell den Kürbis irgendwo an einen Zaun anbinden, sodass er nicht von irgendeinem Windstoß weggerissen wird. So an sich ist das Ding eine gute Idee, wenn halt wie gesagt diese kleinen Beleuchtungstechniken oder diese kleinen Licht-LEDs
ein bisschen stärker gewesen wären. Hier muss man eventuell dann doch nochmal 5 oder 10 Euro in die Hand nehmen und sich nochmal irgendein anderes System besorgen, was den Kürbis richtig ausleuchtet. Kommt bitte nicht auf die Idee, echte Kerzen hier reinzustellen. Wie gesagt, das ist Kunststoff, stell dir hier echte Kerzen ein. Ist natürlich ganz schnell Ende im Gelände. So, an sich ist es ein guter Gag. Der Preis mit 35 Euro ist hart für sowas hier, also wirklich verdammt heftig. Ich würde da eher empfehlen, hier dieses ganze Zubehör einfach weglassen, vielleicht sogar auch diese Lämpchen hier drin weglassen und den Kürbis für sowas würde ich normalerweise, also wenn ich es jetzt so in der Qualität sehe, maximal 20 Euro ausgeben. Aber wir wissen es ja, es ist jetzt Halloween, also dementsprechend werden viele Leute viel Geld auch mal etwas für sowas schneller ausgeben, weil es halt jetzt gebraucht wird und dann wird halt der Preis ein bisschen höher gedrückt. So, das ist wie gesagt der Kürbis. Link habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung reingehauen. Da könnt ihr dann selber mal schauen und könnt mir mal vielleicht auch eure Meinung zu sowas hier mitteilen. Ist das sinnvoll? Ist das Geldverschwendung? Und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.